Wir zeigen zwei Ausstellungen zur Setfotografie. Die erste zeigt Vintage Prints, also Originalabzüge aus der Zeit von 1910 bis 1939. Und zwar Bilder aus den Studios in Paris, in Berlin und Hollywood. Und im Grunde ist es eine Art Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion. Also wir sehen Regisseure wie Fritz Lang, wie Ernst Lubitsch oder wie Charlie Chaplin bei der Arbeit. Ein Großteil der Fotografien stammen aus einer Privatsammlung von Isabelle Champion. Es geht im Grunde auf die Sammlung eines Setfotografen zurück. Daher können wir sehr viele Bilder zeigen, die bisher in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt waren. Die zweite Ausstellung stellt Setfotografie der letzten 10 Jahre in Berlin und Brandenburg vor. Da geht es um internationale Produktionen wie Valkyrie, Inglourious Basterds oder Der Vorleser, aber auch um kleinere Produktionen von Andreas Dresen, Hans-Christian Schmid oder Tom Tykwer beispielsweise. Die Ausstellung erlaubt einen ungewöhnlichen Einblick in die Studioproduktion und das ist natürlich sehr spannend, wenn man nicht nur das Set selber sieht, sondern den Blick dahinter werfen kann. Etwas Besonderes, was wir zeigen, sind Fotos von Location Scouts und Set Decoratoren. Und ich denke, das macht auch sehr viel Spaß zu beobachten, wie sich ein Drehort langsam verwandelt.